Das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Sie brauchen also sehr viel Sachverstand, Beiträge von sehr unterschiedlichen Fachgebieten. Und das ist natürlich die DNA von Helmholtz. Wir haben viele Disziplinen unter einem Dach. Wir arbeiten an 6 großen, herausfordernden Forschungsbereichen. Und was mich an dieser Kampagne besonders beeindruckt, ist alle unsere Forschungsbereiche. Und alle Zentren können wirklich beitragen zu Sustainable Value Chains. Ich persönlich glaube, dass die wahrscheinlich größte Herausforderung, vor der wir und die nächste Generation stehen, intelligente Wege zu entwickeln, um dem Klimawandel zu begegnen. Da sind die 3 Projekte wunderbare Beispiele. Und wir lassen all diese Projekte durch internationale Expertinnen und Experten begutachten. Die Jury war sehr spannend zusammengesetzt. Es waren klar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, aber genauso auch Personen aus der Wirtschaft und Vertreter und Vertreterinnen aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen, die wirklich verschiedene Teile der Gesellschaft abgebildet haben. To be frank, the first thing that we really looked at was, is this a really clever idea and does it have the potential to create real impact? I mean, those are the things that really matter. And of course, the impact we're looking for is a climate impact. Ein Projekt setzt seinen Schwerpunkt auf nachhaltige Lebensmittelproduktion. Das ist das Projekt iFoodis. Wir von iFoodis, wir beschäftigen uns mit einer gesellschaftlichen Herausforderung, die auch in unserer augenblicklichen Zeit immer aktueller wird. Wir möchten Nahrungsmittelketten besser vorhersagen können und überwachen können. Dazu werden wir Roboter in Einsatz bringen. Roboter, die auf der Planetenoberfläche zum Einsatz kommen, kombiniert mit interdisziplinären Daten von den Erdbeobachtern aus dem Satellitenbereich, aus der Meeresforschung. Wir möchten die Vorhersagemodelle für die Nahrungsmittelketten verbessern. Das Ziel ist es, diese Daten interdisziplinär zu fusionieren, mit digitalen, neuartigen Methoden auswertbar zu machen, die großen Datenmengen so zu verarbeiten, dass wir Entscheidungsvorlagen daraus generieren können, die wir für die Entscheidungsträger bereitstellen, die ihnen auf wissenschaftlicher, fundierter Basis ermöglichen, Vorhersagen und auch richtige politische Entscheidungen zu treffen. Ein Projekt adressiert direkt den Klimaschutz. Da geht es um die CO2-Abscheidung aus der Luft. Mit Duckstore entwickeln wir eine Technologie weiter, die es uns ermöglicht, das Treibhausgas CO2 aus der Luft zu entziehen und zu speichern. Und damit leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Ziel des Projektes Duckstore ist es, die gesamte Wertschöpfungskette von der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre bis hin zur dauerhaften Einlagerung oder langlebigen Nutzung sowohl in der Ausbildung als auch im Dialog mit der Gesellschaft zu verankern. Direct Air Capture funktioniert im Prinzip so, dass man Luft durch einen Filter leitet. Dabei wird das Kohlendioxid aus der Luft an dem Filter gebunden. Dann erwärmt man diesen Filter und man bekommt das CO2 rein zurück, sodass man es einlagern oder für Produkte verwenden kann. Verschiedene Disziplinen haben ganz verschiedene Blickwinkel auf ein Problem und tatsächlich ist es so, dass die Welt viel komplexer ist. Daher müssen wir verschiedenste Disziplinen zusammenbringen und verzahnt gemeinsam arbeiten, um so zu einer ganzheitlichen Lösung zu kommen. Wir brauchen weltweit Negativemissionen. Welche Rolle Direct Air Capture and Storage dabei spielen wird, wie groß diese Anlagen werden, wo wir sie hinstellen, mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns in den nächsten 5 Jahren. One of the projects which I found really interesting was the FINEST project, and that looks at fine particulates created by industrial processes, and it's essentially saying you treat it as a waste at the moment, but there's a lot of value inside these particulates. Let's find a technique to turn that waste into a resource, and that's a really ingenious idea that they've got. Das Konsortium, was sich zu dem Projekt FINEST zusammengefunden hat, wird Lösungen erarbeiten für eines der drängendsten Probleme auf dem Wege in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Dies ist der Umgang mit feinstkörnigen Reststoffen. Solche feinstkörnigen Reststoffe bleiben aktuell ungenutzt und sie müssen aufwendig entsorgt werden. Zum Beispiel Schlämme oder Aschen aus der Aufbereitung mineralischer Rohstoffe oder auch das uns allseits bekannte Mikroplastik. Die Flotationstechnik, die wir nutzen, ist ein Schaumbad für Rohstoffe. Wir haben ein Wasserbad in einem Behältnis, wir addieren seifenähnliche Moleküle
Und mittels dieser seifenähnlichen Moleküle können wir die Wertstoffe in den Schaum überführen und die wertlosen Komponenten im Wasser behalten. Wir müssen nachhaltiger mit mineralischen Rohstoffen umgehen und unsere Arbeit schließt eine Lücke, die in der Forschungslandschaft in Deutschland über 30 Jahre lang bestanden hat. Die Partnerinnen und Partner, die in Finest zusammenkommen, werden hier gemeinsam neue Konzepte entwickeln, Innovationen schaffen, die wir zum einen in die Industrie transferieren möchten. Auf der anderen Seite, mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, ist der Transfer über Köpfe. Die Doktoranden, die im Graduiertenkolleg ausgebildet werden, sollen ihr neu gewonnenes Wissen in die Gesellschaft und in die Industrie hineintragen. Und ein Projekt wie Finest kann eigentlich nur in der Helmholtz-Gemeinschaft gelingen. Hier gibt es die kritische Masse an komplementären Kompetenzen, die zusammenwirken können, um große Probleme der Menschheit, so wie zum Beispiel die Errichtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, anzugehen und Lösungen anzubieten.